Herzlich willkommen in meiner neuen Wohnung. Ihr seht im Hintergrund, also ich hoffe, es passt, soweit es die allererste Aufnahme. Wir konnten noch nicht genug testen. Aber Leute, ich wohne jetzt in Berlin. Das ist aber nicht Thema des Videos. Eine Roomtour wird natürlich kommen, wenn alles fertig ist. Wir spielen aber auch hier den Zerstörungssimulator. Das heißt, wir müssen... Bekleidungsgeschäft, okay, Bonusbereich. Ah, okay, du kannst verschiedene Bereiche freischalten für diese jeweiligen Münzen. Und dann bekommst du Schrottbonus. Wir sind aber noch im ersten. Und das heißt, wir müssen jetzt hier zum Beispiel dahin gehen, dagegen hämmern. Achso, das gehört nicht zur Map. Hä? Warte mal, was kann ich... Alter, hey, der hat so ein Ding auf... Der Baum, oder? Ah ja, den Baum können wir kaputt hämmern, Alter. Bam, 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 bam. So, jetzt haben wir 23 Schrott. Das ist, glaube ich, nicht schwierig. Also machen wir es mal weiter. Wir machen das noch kaputt. Vergesst auf keinen Fall, den Like-Button zu flanken, Leute, wenn euch die Folge gefällt. Und damit, hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Zum, mit, Ivo, meine ich. Hi. Hä? Ich ziehe nicht mal eins ab pro Schlag. Was ist denn das für ein... Schlägst du denn richtig drauf? Okay, wir haben, ach so, unser, wir haben einen, okay, wir müssen hier lang. Bla, 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 bla. Hä? Ich würde eigentlich direkt verkaufen, weil der erste Shop ist nur 5 Dollar. Ich mach, was ich will, ey, Bro. Hä, aber wo führt denn der mich hin? Okay, dann halt nicht. Ich verkaufe erstmal, Leute. Wir haben 125 Schrott. Verkaufen. Bam. 250 Moneten. Okay, verbessere Werkzeuge. Da machen wir mehr Scha... 5? Ist ja ein Schnapper. Okay, 300 ist schon teurer. Okay, wir haben einen Schrauben. Ein Schlüssel. Schraubenschlüssel. Okay. Und das kann man. Man kann aber auch hier sich bessere. Ah, Rot-Heiß-Schrott. 250k. Ah, das ist so ein Rebirth oder was ist das? Ich weiß nicht. Ja, wirkt so. Ich glaube schon, ne? Da stand irgendwas von 1,5 mal so viel Geld oder so. 70k. Wieso führt mich dieses Ding hier hin? Was steht denn da? Holen wir uns einfach mal ein Ding. Sie jetzt irgendwie bisschen Rucksack voll. Du musst es zerstören. Ja, habe ich. Das Ding, was da steht, ja, oder? Ja, habe ich. Ja, das Problem ist, ich glaube, das buggt, weil da steht, zerstöre, bis dein Rucksack voll ist. Ach so. Aber mein Rucksack kann ja nicht voll werden. Ja, okay, dann würde ich das einfach überspringen. Das ist denn das erste Gebiet? Arcade? Nee, so ein Supermarkt. Autos direkt, kaufen, direkt... es gibt Autos, damit man Sachen zerstören ja, kann. Ja, das ist richtig cool. Ach, 5 kostet das. Du musst gerade ausrennen. Ja, ja, 5. Da ja. Und das danach ist so ein Musikgeschäft, das kostet 750. Kaufen. Ah, und jetzt hier reinpelzen. Ah, ja. Ulla, da catcht man ja direkt mega ab. Ja. Wie viel kostet das nächste Gebiet? 750. Ist auch recht günstig. Das habe ich doch safe jetzt direkt. Weiß ich Alter. Nicht schon. Ich habe 400 Schrott jetzt hier gleich. Nice. Boom. Wisst ihr, was auch lustig ist jetzt neu? Dadurch, dass ich ein neues Setup habe, passiert das. Die Kamera wackelt, wenn ich in den Tisch schaue. Oh. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht mehr gegen den Tisch schauen. Okay. So. Okay, wir haben 500 Schrott, wir sollten, ich weiß gar nicht, wir kriegen ja, glaube ich, mehr Kohle, das heißt, es passt. Da können wir direkt auch nochmal die Tafel angucken. Aber die sind ja voll die Dullis, dass sie so lange im Stadtgebiet bleiben, ne? Hier mal ja. 2,5 mal 20? Das sind ja, ja die OP-sten Gebiete, die ich je gesehen habe. Oh ja, das ist richtig heftig hier. Okay, 750 müssen wir uns aufsparen. Okay, das heißt, das heißt, das müssen wir den finden. Wir suchen den Musikladen. Juwelierautos... Rennstrecke, Autopark. Ah, da. Hab ihn. 20 mal mehr Schrott. Geil, hey. Alter. Ich hab ja nie so über Schrott gefahren. Achso, hey, guck mal, das Auto gehört dem Spieler, glaube ich. Ja, der ist hier eben gerade rumgefahren. Alter, ich will auch ein Auto. Das sind locker die OP-Dinge. Ja, ja. Boah, da, die halten aber schon viel aus. Meine Waffe. Oh, ist ja. Nicht so geil. Hast du noch die Anfangswaffe? Nee, ich hab 2 gekauft. Ich hab diesen. Ja, diesen... ich würde mir schnellstens. Hey, nee, warte mal. Holen. Hey, ich hab den nicht ausgerüstet, glaube ich. Hä? Die werden eigentlich normalerweise automatisch ausgerüstet. Ja, aber ich habe doch so einen Schraubenschlüssel. Oh nein, warte, wir verkaufen. Warte mal, Teleport. Du kannst auch auf Verkaufen drücken, rechts. Ah ja. Ah ja, fast gerannt, ne? So, hä, hey, warte mal. Ach nee, ich habe ja eins besser gekauft. Nee, hat doch hingehauen. Bims okay, dumm. Okay, okay. So, okay. Wie viel kostet das nächste Gebiet? 10.000. Das ist ja schon teuer. Ah, jetzt können wir aber Teleport, Musikladen. Muss man kaufen, ja. Arschloch. Was? Ja, wir gucken gleich mal, was es für Autos gibt. Die Saxophone, die habe ich eh noch nie gemacht. Geht gefühlt genauso schnell wie vorher, wo ich mir was Besseres gekauft habe. Boah, die trifft man so schlecht, Alter. Ohne Witz, nehmen die niemals. Ja. Als habe ich angefangen, muss ich auch zu Ende bringen. Hey, trifft man echt voll Kacke. Jetzt.
Du musst, glaube ich, genau draufdrücken, ne? Ach so! Ah, ja! Ja, du musst auf die Items draufdrücken. LOL! Wusste ich. What? Alter, du machst die richtig schnell weg. Ja, Mann. Ich wusste nicht, dass man draufdrücken kann. Ich habe die ganze Zeit daneben gedrückt. Kein Wunder, so langsam ging. Ich nehme alles zurück, was ich über Saxophon gesagt habe. Okay! Okay. Warte mal, ich habe übrig 3000. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall hier einen Hammer kaufen. 10.000 kostet die nächste Dimension, oder? Ja, sie. Okay. Wie viel gibt's jetzt? Mal 300! Boah, ist ja überhaupt nicht OP, Alter. Von mal 20 auf mal 300. Ja, moin. Boah. Ich will mich nicht beschweren, ne? Das ist nice. Das sehe ich ja, den Typen. Wer ist der hier drin? Ja, der ist mit so einem Auto. Oh. Oh mein Gott, halten die viel aus, EU. No joke. Man braucht eine gute Waffe. Ja, ja, denn, das. Ne? Oh Gott, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Also funktioniert schon, aber ich brauche halt 100 Jahre. Wie viel Schrott kriege ich denn jetzt für das eine Ding, Alter? Eine Million? Ja. Mega, mega viel. Hä, hey, das ist halt 2300 HP, die in dem davor hatten. Wie viel? 30? 50? 160. Ja, so, eben. Das ist halt 2300. Kannst du dir vorstellen, wie lange ich brauche jetzt hier? Boah, Alter. Okay, jetzt zerstören das eine, kaufen direkt davon bessere Werkzeuge. Oder wir kaufen uns auch mal ein Auto. Wie kosten denn die Autos? Okay, Schrott. 4600. Das ist halt schon was. Boah. Für eins. Nice. So, wir kaufen uns eine Bratpfanne. Nice, Rohr können wir uns genau leisten. Perfekt. Jetzt sind wir hoch von 22 Schaden auf 44. Das heißt, geht doppelt so schnell. Der nächste Sprung ist auch krass, von 300 auf 2000. Boah. Hey, guck mal mein Geld, hä? Sieht man das? Nee, ich habe 75,2. Ja, das hatte ich vorhin auch. Und wie schießt denn ein Raketenwerfer, Alter? Hast du gesehen? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört. Ich habe auch einen Raketenwerfer. Ich habe nur einen Holzbaseballschläger. Wie soll ich denn damit gegen Raketen werfen? So, was war das jetzt? 100.000, ne? Rohr. Das heißt, ich brauche 50.000 Schrott. Oder ich kaufe nochmal vorher einen besseren Schläger. Aber ich glaube, den werde ich auch brauchen. In der nächsten Dimension wird der sicher abnormal sein. Oh ja. Also wenn die hier schon 2.000 Durability haben, dann... 20.000. Oh, weiß nicht, 10.000? 20.000? Ja, das könnte sogar sein. 10.000, 20.000. Okay, wie kostet die? Ah, das kann man... Katana, Alter. Jetzt wird es langsam interessant. Okay, wir haben Brecheisen. Kaufen uns jetzt den... Parkplatz mal 2000. So, jetzt müssen wir mal genau gucken. Was ist denn das hier? Öffnen. So. Voll. So, Autos. 21.000 HP, Alter. Da habe ich ja genau richtig geschätzt. Oh, da bist du echt gut gewesen. Aber wie viel geben die jetzt? Weiß ich nicht. 21.000? Ich kann es dir auch nicht genau sagen. Also noch nicht, weil es dauert 100 Jahre, bis ich das Ding kaputt gemacht habe. Ey. Oh Mann. Wir sind immer noch 15.000 von 21.000. Okay, wir bauen das erste Auto ab und kaufen uns direkt das Katana. Da kippt Ivo vom Stuhl. Katana. Das war ein Blatt, was runtergefallen ist. Viel cooler Beil. Was ist denn das für eine Übersetzung, Alter? Was? Also, wir haben mit Google Übersetzer, glaube ich, gearbeitet. So, jetzt haben wir so ein heftiges Beil. Ja, Damage-mäßig sieht das schon deutlich besser aus. Wir verdienen jetzt inzwischen auch sehr, sehr viel. Ich denke, es macht Sinn auf... Ey, geh mit dem LKW weg! Aber der LKW, weißt du, der hat zwar weniger Damage, aber die greifen viel schneller an. Das hörst du auch. Die greifen ja nicht. Das siehst du aber auch. Bumm, sondern. Na, das ist eher Schüttelfrost. Oh. Here comes the money. Money. Regenbogenschrott. Hey, was kann ich mal direkt mal. Oh, ich habe jetzt gleich 70.000. Lohnt es sich, die nächste Dimension zu holen, oder soll ich mir bessere Waffen holen? Naja, es lohnt sich eigentlich erst, wenn du so schnell die Dinger kaputt machst, dass du deine Waffe nicht mehr ausspielen kannst. Ja, okay, also ich nein, da so das nicht. Das eingeborenen Stab, Alter. Ach, die Autos haben unterschiedlich. Nee, ich habe aber wieder mit dem Mauszeiger nicht drauf. So, okay. Schrottmüll kriegen wir jetzt natürlich noch weiter normal. Aber der Geldbonus wird gleich richtig reinschallern, Alter. Nice. Was halt mega der... ich wollte gerade sagen, was mega der Trick ist, mit mehreren Leuten das gleiche abbauen. Aber es funktioniert nicht. Nee, man kriegt nur so viel, wie man kaputt gemacht hat, oder? Regenbogenschrott. Dass ich mal 3 Millionen für Schrott bezahle, hätte ich auch nicht gedacht. So, jetzt habe ich mal 5. Dann habe ich eben mal 2. Also habe ich jetzt insgesamt mal 10 oder mal 7? Mal 7, glaube ich. So, wir haben aber auch noch fast 1 Million. Das heißt, wir können uns hier direkt noch... Oh, nice. Die sehen alle voll ähnlich aus, die Waffen. Ich will mal was Neues. Ja. Hä? Ah ja. Oh. Ich habe jetzt einen Katana. Ah, siehst du, das ist ein Schlüssel. Okay, ich habe einen großen Hammer. 333 Damage. Hallo, hallo. Boom, 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 boom. 800.000 müsste ich ja übelst schnell.
Warte mal, könnte Bonus nicht bedeuten, dass man das einmal bekommt? Aber das wäre ja übel sinnlos, oder? Ja, das wäre richtig sinnlos und ich glaube das nicht irgendwie. So, was hatte ich gerade gesagt? Mal 7. 7, glaube ich, 7. Ja. Das heißt, wir brauchen, naja, 120.000 oder so. Okay, irgendwie haut meine Rechnung nicht hin. Ich habe viel mehr bekommen. Juwelier! 10.000 Mal. Okay, das haut eh nicht hin, aber wo hat er es denn? Ab zum Juwelier! Oh, was machst du da kaputt? Machst du da Diamanten PvP? Kaputt? PvP? Ach, komm bald. Oh, ich dachte, es gibt PvP Zone. Ja. Ich denke schon. Nice. Ich bin da nicht drin. Gib mir einen Moment. 10.000 Mal mehr Schrott. Gott, hier ist ein Mensch drin. Vielleicht. Kann ich ihn auch abbauen? Insgesamt, also im ganzen Laden, sind 10.000 Mal mehr Schrott als in dem Laden davor. Oh, die haben im Vergleich zum ersten. Ja, das kann auch die sein. Haben, die haben doppelt so viel HP. Stimmt. Doppelt so im viel. Vergleich zum ersten würde Sinn machen. Hast du gehört? Doppelt HP. Bam. 54.000. Naja, ja, eigentlich sind die Gebiete ziemlich sinnlos, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Ich brauche eh voll lange, um eins kaputt zu machen. Hätte ich auch in dem davor bleiben können. Wir sind auf dem Weg zum Finale. Wir haben 11 Millionen auf dem Konto. Das heißt jetzt, nein, 100.000, nein, 1 Million, nein, wir kaufen den. Das Indie-Auto. Wie kostet das? Engel singen in makellosen Refrain. Nur ein engagierter Spieler verdient dieses Auto. Ui. Hops. Und? Und? Wie ist es? Ich muss erst mal. Ah, oh Gott. Alter, siehst du mich? Ich bin gerade im Arcade-Dingens. Wo bist du? Alter. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Kann ich mit drauf? Moment. Ja, ich werde in das Gebiet, in das Teure. Ah, als ob das geht. Nice. Komm ich da nicht rein. Hä, komm ich auch nicht rein? Rein, die Bude, los! Ja, man kann es innen drin spawnen, aber... Ja, ich glaube, du musst... Hey! Warte, ich schubst dich rein. Ja, man kann halt mehrere Sachen gleichzeitig angreifen. Das macht es halt so stark. Aber... Es macht 100 Damage. Ja, das ist halt weniger als meine Waffe, aber du greifst dafür schneller an. Und mehrere. Ja. Naja, ich würde sagen, das nimmt sich nicht viel. Du machst halt weniger Damage, dafür schneller und mehrere gleichzeitig. Aber mehrere gleichzeitig musst du auch richtig stehen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Verlangt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ja. Plus, abonniert den Kanal. Ich glaube, 64% von euch, das werden immer mehr, haben das noch nicht gemacht. Holt das unbedingt nach, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Ist kostenlos. Danke. Und dann könnt ihr doch auf das Video klicken, um direkt zum nächsten Roblox-Video zu kommen. Bis dahin, euer Benson. Ciao. Tschüss.